So, Freunde, und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Los Frestos Grandos. Habe ich gerade Oompa Loompas gehört? Hör ich da? Nee. Doch, ich höre Oompa Loompas. Ach, guck mal, da laufen. Sie sind wieder am Morgenjoggen. So ist das. Diese gedopten Drecksschweine. Naja, auf jeden Fall herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ist das schön. Das sind immer die schönsten Momente. Wie das Licht da durch unsere Finger scheint, Alter. Was ist mit uns los, ey? Haben wir keine Knochen? Naja, auf jeden Fall. So, jetzt aber mal wirklich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Le Forest in der Version 1.10. Ja, tatsächlich ist jetzt vor einiger Zeit ein neues Update erschienen mit vielen, vielen neuen Gegenständen und Sachen zum Entdecken. Und leider konnte ich noch nicht früher ein Video dazu machen, da ich ja erstmal die alte Aufnahmesession raushauen musste. Dafür werden wir uns heute aber einen paar dieser neuen Features annehmen und... Hallo, Vogel! So ein Mist. Scheiß Vogel! Flieg, bevor ich es mir anders überlege. So, jetzt möchte ich aber mal wirklich zum Punkt kommen. Auf jeden Fall werden wir uns heute mal auf den Weg machen, die Armbrust zu finden. Ja, tatsächlich gibt es jetzt eine Armbrust im Spiel. Und ja, auf jeden Fall werden wir dort jetzt mal hinreisen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich möchte euch es nicht verschweigen. Ich möchte es euch wirklich nicht verschweigen. Ich habe eben schon eine Aufnahmesession gehabt. Was heißt eine Aufnahmesession? Ich habe eben schon mal eine Folge angefangen, wo ich genau dasselbe machen wollte. Und ich werde gleich nochmal dazu kommen. Finden könnt ihr es übrigens hier, Yacht, ne? Da Baum. Und in der Richtung sollte jetzt gleich eine neue Insel auftauchen mit einem Wrack darauf. Und dort kann man dann die Armbrust eben halt finden. Das zeige ich euch gleich alles noch. Die Geschichte geht gleich weiter, passt auf. Natürlich, weil es eine Insel ist, muss man natürlich rüberschwimmen. So, war... Schon wieder Morgenjogger. Es ist echt nicht zu glauben. Naja, auf jeden Fall, die Geschichte war gewesen, dass ich darüber geschwommen bin. Bis dahin kein Problem. Kein Problem, ja? Wir sind rein, haben uns die Armbrust geholt. Dann wollte ich zurückschwimmen. Hingeschwommen bin ich hier lang. Zurückschwimmen wollte ich dort lang. Weißt du, mehr so da hinten. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass man von Haien getötet werden kann. Ja, ich wurde tatsächlich von einem Hai getötet, was eigentlich gar nicht mal so das Problem gewesen wäre. Weil normalerweise, wenn du in Forest stirbst, ist es ja so, dass du dann in die Höhle beim ersten Tod verschleppt wirst. Und da war es nicht so gewesen, weil es wohl ein Hai gewesen war. Und ein Hai verschleppt dich nicht in eine Höhle, ist ja logisch. Ja, deswegen waren wir tatsächlich tot gewesen und ich habe den Spielstand neu geladen. Aber ich, die Sache ist, das wäre einfach bescheuert gewesen. Ne? Ihr möchtet ja auch nicht, dass das Ganze hier einfach so durch sowas beendet wird. Deswegen habe ich mir gesagt, komm, ich lade jetzt nochmal neu, fange nochmal neu an, weil das wäre so ein schwachsinnig gewesen. Ich habe damit wirklich überhaupt nicht gerechnet. Jetzt wissen wir es besser, was bedeutet. Ich glaube, wir müssen uns erstmal kurz ein Floß organisieren. Ja, es tut mir wirklich leid, aber es muss, glaube ich, wirklich sein, weil ich sehe keine andere Lösung. Ich habe keinen Bock, hier irgendwie nochmal zu sterben. So, komm, hier was ganz Einfaches. 7 Baumstämme. Ach komm, das ist ja nicht viel. Natürlich fehlt uns ein Seil. Das können wir aber herstellen. Das ist gar kein Problem. So, da hole ich doch gleich mal wieder die Kettensäge raus. Dann basteln wir uns kurz einen Floß, düsen wir darüber und dann ab die Lotzi. So, das ist jetzt übrigens auch neu in den Update. Man hat jetzt nicht mehr diese Anzeige mit Benzin, sondern hier wirklich so eine Anzeige auf der Motorsäge, wie viel Benzin du noch hast. So, wir legen mal los. Stirb, Wald, stirb, Natur! Scheiß Natur. So. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon reicht. Wir gucken mal. Normalerweise fallen ja immer 4 Stück raus. Ein Seil müssen wir uns gleich nochmal aus Tüchern herstellen und dann, ja, sollte das kein Problem sein. So. Eigentlich hätte ich, nee, gut, das hätte zu lange gedauert. Mir ist gerade noch eingefallen, wir haben noch an der alten Base, haben wir auch schon ein Floß stehen. Hallo Eichhörnchen, die sieht man hier auch so selten. Da haben wir auch noch ein Floß stehen, aber das würde zu lange dauern, da jetzt ganz rüber zu düsen, also ganz hinlaufen und dann dahin fahren, das wäre... Nee, das muss wirklich nicht sein. So läuft die Aufnahme. Die Aufnahme läuft. Ich habe momentan wieder so ein paar Aufnahmeschwierigkeiten mit Forest. Bei anderen Spielen, ja, es geht so. Aber bei Forest, ich weiß nicht. Forest macht ständig Probleme. Ständig. Ich weiß nicht, warum. Ich habe das Gefühl, mit jedem kleinen Mini-Update steigt die oder verändert sich jedes Mal die GPU. Und ich muss jedes Mal das Spiel neu optimieren. Es ist wirklich zum Kotzen. So, den Topf nehme ich nochmal kurz mit.
Jetzt macht der Anker hier übrigens auch endlich mal Sinn. Man sieht's ja schon. Ich weiß nicht, ob ich das eben schon gesagt habe. Da hinten ist jetzt ja eben halt so ein Schiffswrack auf dieser Insel zu sehen. Jetzt macht das Ganze natürlich auch einen Sinn. So, den lassen wir mal kurz ins Wasser plumpsen. Der kann da fröhlich vor sich hinschwimmen. Der Stamm, der ist jetzt frei. Der darf jetzt in der freien Natur umhertollen. Das ist gar kein Problem. So, wir machen mal eben kurz ein Seil. Das finde ich ziemlich geil. Ein Seil! Hey! So. Wir brauchen mehr Seile. Also mehr Seile aus dem Meer. Ist ja klar. Ja, so. Ich dachte, da stand zwei Seile. Habe ich mich verguckt anscheinend. Aber das macht ja nichts. So. Auf geht's. Wie ging das denn nochmal mit dem Fahren? Ach ja, ich musste Maustaste irgendwie gedrückt halten. Diesmal sind wir wirklich super mega sicher unterwegs. Ich freue mich sehr. Das werde ich nicht nochmal machen. Über so eine weite Entfernung zu schwimmen. Das ist eine sehr schlechte Idee, sowas. Ich sehe auch gerade erst, guck mal, da unten ist überall Unterwasserwelt zu sehen. So überall so, wie heißen die Dinger nochmal? Nicht Algen. Wisst ihr schon, was ich meine? Ich weiß, sieht man das im Video so ein bisschen? So leichte Silhouetten. Aber da war ich echt erstaunt gewesen, du. In der letzten Aufnahme, da war ich echt erstaunt gewesen, dass da wirklich... Das war das erste Mal, dass ich von einem Hai getötet wurde. Das Witzige war, ich habe gar nicht hingeguckt, dass ich gerade schwimme. Ich habe gerade irgendwas vorgelesen, um so ein bisschen euch bei Laune zu halten. Und dann plötzlich warst du tot gewesen. Ich habe gar nicht viel mitbekommen. Da stand plötzlich tot. 50 Tage überlebt. Was ja eigentlich schon eine stolze Zahl ist. Wir sind da bisher nicht einmal gestorben. So. Da sind wir auch schon. Ich parke mal eben kurz. So. Eingeparkt habe ich, brauche ich hier irgendwie Parkscheibe oder so? Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht ohne Parkscheibe. Ich möchte mich erstmal kurz hier ein bisschen umschauen. Gibt es hier sonst noch irgendwas auf der Insel? Oh, wir sollten dringend was essen. Wir sollten dringend was essen. Blumen haben wir. Die Blumen sind immer ganz praktisch. Die kannst du dir mal nebenbei immer so reinpfeifen. So kleine Muntermacher für zwischendurch, könnte man sagen. Ich finde die Insel aber ziemlich cool, weil die so detailreich ist. Dafür, dass sie so weit außerhalb liegt, ist schon cool. Was ist denn das da hinten? Das ist noch eine Insel. Aber ich glaube, da ist eher weniger zu finden, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Vielleicht findet man da ja doch noch was. Ich habe keine Ahnung. So, hier jetzt auf jeden Fall Schiffswrack. Ah, das habe ich tatsächlich beim... vorhin habe ich das übersehen. Hier sind nämlich schon Bolzen zu finden für die Armbrust. Die nehme ich doch gleich mal mit. Die habe ich jetzt echt durch Zufall gerade gesehen. Jetzt schaue ich mal kurz, ob hier noch mehr sind. Scheint aber ein ziemlich schmales Schiff zu sein, ne? Sehr, sehr schnittiges Ding auf jeden Fall. Ich habe jetzt... aus irgendeinem Grund habe ich jetzt so richtig Schiss, in Vollschwimm zu gehen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall, hier ist der Rest vom Wrack. Sieht man gerade ein bisschen. Da müssen wir so ein bisschen entlang schwimmen und sollte da gleich so eine Planke auftauchen. Das sieht man gleich. Ich habe gerade ein bisschen Schiss. Aber ich glaube, die Haie tauchen immer erst ab so einer bestimmten Entfernung aus. Vielleicht bin ich auch zu weit rausgeschwommen. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn man hier ganz weit rausfährt mit dem Boot. Wahrscheinlich wirst du dann auch wie in GTA von einem Hai aufgefressen oder das Boot fällt auseinander, man weiß es nicht. So, da ist die Planke auch schon zu sehen. Das ist so eine kleine Markierung quasi, dass man weiß, ah, da geht's nämlich gleich runter. Wir müssen nämlich gleich tauchen. So, da kann man sich übrigens auch raufstellen. Warte. Das müssen wir nochmal eben kurz machen, weil ich habe die Taucherausrüstung noch nicht angelegt. Hier einmal Taucherausrüstung. Und ich glaube, ich nehme auch nochmal eben kurz eine neue Flasche mit. Weil ich bin ja selber eine ziemliche Flasche, von daher geht das schon klar. So, einmal abwärts durch diese kleine Luke hier. Die Seile verraten es uns. Und dann ging es hier, glaube ich. Genau, hier ist noch so eine kleine Lücke. Lücke, Lücke, Lücke. Und hier ist ein Höhleneingang. Hier haben sie nämlich tatsächlich wirklich noch eine ganz neue Höhle hinzugefügt. Die man dann betreten kann. Die ist jetzt nicht allzu groß, aber... Sie ist auf jeden Fall da und dafür feiere ich die Forest-Entwickler wirklich, dass sie wirklich stetig neue Sachen mit einbringen. Wirklich coole Sachen. Ja, das muss man ja wirklich sagen. Und ich war der Meinung, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, vielleicht weiß es doch jemand von euch, aber ich glaube, ich habe schon mal in einer Folge, in einer etwas älteren Folge gesagt, ich würde mir gerne mal eine Armbrust wünschen. War es nicht so gewesen, liebe Freunde? Kann mich da mal jemand bestätigen? Hier liegen Knochen. Und ich nehme mal eben kurz die werte Frau Schlampe in die Tasche. in die Hand.
So, und... Ah, guck mal, da sind wir auch schon. Ich tue jetzt einfach mal so, als ob ich noch nie hier gewesen wäre. Boah, was, ey. Krass, Alter. Heftige Höhle, ey. Heftig. Hier alles voller Knochen auf jeden Fall. Da liegen noch Pfeile. Hier liegen Pfeile. Oder Bolzen sind es ja. Hier können wir uns was angucken. Und das hier sind übrigens neue Baupläne tatsächlich. Die jetzt auch mit dem Update dazugekommen sind. Das kann ich gleich eigentlich, glaube ich, auch nochmal kurz zeigen. Bauen werden wir davon eher weniger, aber das zeige ich nochmal. Ach, guck mal. Das schien wohl das Schiff gewesen zu sein. So ein chinesisches... Ich weiß nicht, wie man die Dinger genau nennt. Und hier ist die Armbrust. Die Armbrust, die nehmen wir natürlich mit. Die hat ja auch natürlich... Ich weiß nicht, wie alt ist sowas. Sehr alt auf jeden Fall. Die muss ja schon wirklich 1000 Jahre alt sein oder sowas. Die verrottet aber nicht. Hier in der feuchten Höhle, die ist immer noch standhaft. So, ich glaube, wir machen uns mal eben kurz ein Feuer. Ich hoffe, ich habe Holz dabei. Ich habe Holz dabei. Welch Glück. Welch Glück, welch Wunder. So, machen wir an hier. Sehr schön. Und eigentlich können wir uns auch mal ein bisschen was braten. Einen schönen Lurch. Das ist doch mal eine Sache. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir braten uns mal schön Lurch. Das sieht aber echt schön aus hier, wenn man das Feuer hier so anhat. Können wir hier drin eigentlich auch andere Sachen bauen? Das würde mich jetzt einfach... Wir können hier ein Shelter bauen. Das kann man da, glaube ich, aber sowieso überall. Ich würde echt gerne in Höhlen bauen können. Man kann hier drin bauen! Was? Man kann hier tatsächlich drin bauen? Ja gut, die Holzstämme, die kriegst du natürlich hier nicht runter, ne? Da bräuchtest du vielleicht irgendwie so ein Heck oder so. Aber wie cool ist das denn? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das geht gar nicht. Aber du kriegst die Baumstämme nicht in eine Höhle rein. Allgemein nicht. Ich sehe hier gerade noch ein paar Bolzen. Okay, der hängt da einfach nur so dran. Ich guck gerade nochmal. Sind hier noch mehr versteckt? Was soll ich hier machen? Das sieht so komisch aus. Okay, kann ich nur kaputt machen. Ich möchte echt mal in der Höhle eine Basis bauen. Das wäre voll cool. Es wäre auch mal schön, wenn man die Höhlen ohne Zwischenladen betreten könnte. Okay, Freunde, aber ich würde sagen, wir begeben uns mal kurz wieder nach draußen. Einmal wieder kurz ins Wasser reingehüpft. So. Ich hoffe ja, wir haben jetzt irgendwie keinen... Hier, weißt du schon, dass die Polizei jetzt nicht unser Floß da beschlagnahmt hat oder abschleppen lassen hat. Das wäre nämlich doof. Weil ich habe jetzt natürlich keine Parkscheibe hingelegt oder so. Ob da Halteverbot ist, weiß ich auch nicht. Wir müssen gleich mal gucken. So, einmal wieder nach draußen, bitte. Ja, das meine ich. Das nervt mich noch ein bisschen an den Höhlen, dieses Zwischenladen. Das finde ich immer noch so ein bisschen doof. Ich finde, da könnte man... Das wäre schön, wenn das ohne Zwischenladen gehen würde. Das wäre echt super. So, einmal raus. Wo ist denn die Insel? Da ist die Insel. Ich möchte wieder schleunigst an Land. Bitte. Ich möchte ganz schnell wieder an Land. Ich habe Angst vor Haien. Ich habe jetzt wirklich Angst vor Haien in diesem Spiel. Und man muss dazu sagen, du konntest dich, glaube ich, auch noch nicht mal wehren. Jedenfalls habe ich es dann, glaube ich, nicht mitbekommen. Aber der hat mich so weggeschnappt. Der hat mich einfach so zack tot. Das war's. Deswegen in jedem Fall Tipp an euch. Geht in Forest vorsichtig schwimmen. Geht in Forest wirklich vorsichtig schwimmen. Das ist mein Rat. So, und ich würde sagen, wir haben ja kaum noch was zu essen gerade dabei. Wir können ja eigentlich gleich mal zurückdüsen in ein... Ja, ein bisschen rumlaufen, wieder ein bisschen ausrüsten, so mit Cola, mit Snacks und so. Und dann können wir ja mal die Armbrust ausprobieren. So, einmal ablegen. Das ist auch cool hier mit diesen kleinen... Hier könnte man sich echt schön versteckt bauen oder sowas. Was ist das schon? Komische Textur, okay. So, Boot wurde nicht abgeschleppt. Ich freue mich sehr. Wir drehen einmal kurz. So, beim letzten Mal bin ich dann geradewegs Richtung Baum rüber geschwommen und da hat er mich dann leider erwischt. Ja, guck mal, da schwimmt eine Schildkröte. Eine Schildkröte schwimmt da. Hallo, Schildkröte. Es ist die Schildkröte. Ich gucke hier auch gerade, ob man hier irgendwo Haie sehen kann, die hier rumschwimmen. Oder ob die einfach spawnen? Ich weiß es echt nicht. Weil die Sache ist, ich habe auch nicht wirklich einen Hai gesehen.
Ich habe einfach nur gesehen, die waren plötzlich tot gewesen. Was mir auch gerade so in den Sinn kommt, die waren nämlich am Frieren gewesen. Da kann es natürlich auch sein, dass wir... Wir waren am Frieren und ich hatte kein Holz mit, was bedeutet, ich hätte keine... Guck mal, hier ist auch noch eine Insel. Ich konnte kein Lagerfeuer bauen. Es kann auch sein, dass ich erfroren bin, aber... So schnell? Ich weiß es nicht. Es ist und bleibt vorerst ein Mysterium. Da kann sich ja dann sonst, wie hieß die Serie da nochmal? Mit dem Typen, der bei Star Trek mitgespielt hat. Ich komme gerade echt nicht drauf. Mann, wie hieß die nochmal? X-Faktor. Da kann sich X-Faktor drum kümmern. Ist diese Geschichte wahr oder falsch? Sie entscheiden. So, da sind wir auf jeden Fall. Ich habe aber schon mitbekommen, die Armbrust soll ein bisschen langsamer nachladen. Hat aber dafür, glaube ich, mehr Damage. Mehr Damage. So, wo ist denn das gute Stück? Hier ist es. Sehr schön. Toll, freut mich. Ich würde erstmal kurz Zielüben machen. Ach du Scheiße, da muss man echt ein bisschen üben. Wir haben ja kein Fadenkreuz. Bleibt das Ding stecken? Oh. Das waren die Nachbarn gewesen. Ich habe übrigens nochmal einen Farbfilter auf dem Spiel raufgelegt, ein bisschen rumbearbeitet und sowas, damit das nicht mehr so krass blass aussieht. Jetzt stürzen aus irgendeinem Grund die FPS wieder ein. Warum auch immer. Nee, jetzt fängt es sich gerade wieder. Oh. Oh. Der Herr. Ihnen ist der Kiefer aus dem Mund gefallen. Hier auch. Was ist denn hier passiert? Übrigens nochmal Grüße an den Norman, der hat mir gesagt, ich soll doch einfach mal, ich soll mir doch mal eine, so eine Hausfrau suchen, die so ein bisschen aufs Haus aufpasst. Was ruckelt denn jetzt so rum hier? Hallo? Was ist denn jetzt mit dem Spiel los? Es ruckelt gerade ein bisschen, es tut mir leid, Leute. Hä? Was? Ja, Spiel läuft gerade wieder. Okay, sobald ich in die Richtung schaue. 84 GPU. 75 GPU. Ich weiß nicht, wir dürfen nicht in die Richtung gehen. Kann das sein, dass mein altes Haus irgendwie Probleme macht? Kann das sein? Wäre das, das kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Kann das echt sein, dass vielleicht, dass es an meinem alten Haus liegt? Dass das einfach Probleme macht? Wenn ich jetzt mal so, das ist ja in der Richtung. Tatsächlich. Ich glaube, wir müssen mal unser Haus in die Luft sprengen. Es ist eigentlich fast ein bisschen traurig und ich möchte es eigentlich kaum machen. Aber es sieht wirklich aus, als ob das Haus für diese GPU-Probleme sorgt. Das ist doof, das finde ich schade. Ich hoffe, da hat man jetzt während der Aufnahme eben nicht allzu viel davon gesehen. Dann werde ich mich auf jeden Fall nochmal darum kümmern. Oh Mann, das ist echt traurig. Dann muss ich das Teil wirklich, wenn es denn mal im Haus liegt, ne? Wenn es denn überhaupt am Haus liegt. Na gut, spazieren wir ein bisschen in die Richtung. Das ist ja auch kein Problem. Kann man ja auch mal wieder machen. So, sind hier ein paar Eile. Jetzt hör mal mit deinem blöden Gestöhne auf, ey. Boah. Der Typ, ne? Der kann dann echt immens auf den Sack gehen. Das glaubt er gar nicht. So, ich gucke in die Richtung. Das ist nicht unser... Das ist unser richtiges Haus. Alter, das ist doch echt unglaublich. 84... Keine Ahnung, was... Ich weiß es wirklich nicht. Mann, oh, die Koffer, die spawnen gar nicht mehr neu, sehe ich gerade. Das ist schade. Wir haben übrigens kaum noch Lurchrüstung. Da sollten wir uns vielleicht auch mal drum kümmern. Da können wir eigentlich direkt mal... Da können wir eigentlich direkt mal mit anfangen. Ja, funktioniert ja echt schön. So, komm, nimm mal die Lurchhaut. Ich glaube, es wird gerade Nacht, kann es sein. So, einmal Lurch. Der ist auch schon ganz durch. Das Fleisch nehme ich natürlich auch mit. Hasen. Ich sollte übrigens nochmal, Mist, jetzt weiß ich nicht mehr, was es macht, aber ich sollte mal zwei Hasenfelder miteinander kombinieren. Daraus bekommen wir... Ach, das ist diese Bärentasche. So ein alter, haariger Hodensack. Damit kann man Bären sammeln. Ich erinnere mich. Das habe ich, glaube ich, schon mal bei Gronkh im Let's Play gesehen. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wie man die Stocktasche baut. Ich glaube, jemand hat es mir mal erzählt, aber ich habe es schon wieder vergessen, Mann. Weil ich einfach so blöd bin.
Ibims, der Blödmann. Kommt her, Traude. Ich glaube, die haben jetzt alle Angst, weil ich jetzt eine Armbrust habe. Ich bin jetzt einfach so Overkill, weißt du? Mann, sonst joggen sie doch auch mal ständig durch die Gegend. Machen noch hier einen Abendspaziergang und sowas. Heute irgendwie gar nicht. Finde ich irgendwie schade. Unser altes Haus ist in der Richtung. Das andere ist in der. Ich schau gerade mal. Jetzt macht's keine Probleme. Jetzt kann ich mich umschauen, wie ich möchte. Wahrscheinlich, weil wir zu weit entfernt sind. Vielleicht müsste ich die Sichtweite noch mal ein bisschen runterstellen. Wartet mal. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich habe hier alles auch wirklich auf hoch, außer Schatten habe ich auf high gemacht. Einen runtergestellt. Das bringt mehr, als man glaubt. Das könnt ihr euch mal Sichtweite hoch. Oh. Ja gut. Scheint auch eine Menge zu bringen. Na gut, warum ist mir das vorher nie aufgefallen? Ich habe keine Ahnung. Jetzt macht er wieder sein blödes Feuerzeug an. Ich dachte, er holt jetzt mal die Taschenschlampe raus, aber nee. Gut, dann lasse ich die Sichtweite einfach mal auf hoch. Das sollte ja kein Problem sein. Die Sache ist, ich glaube, als Zuschauer interessierst du dich gar nicht mal so sehr. Jedenfalls, ich habe das mal selber bei mir beobachtet. Man interessiert sich als Zuschauer nicht allzu sehr dafür, wie gut das Spiel wirklich im Endeffekt aussieht. Das Problem ist, ich achte da immer sehr drauf. Wenn ich selber aufnehme, ich möchte immer wirklich, dass alles perfekt aussieht. Deswegen drehe ich die Spiele immer bis zum geht nicht mehr hoch und es ist eigentlich echt blöd von mir. So, jetzt sehen wir natürlich, jetzt wird es natürlich gerade wieder Nacht. Na super. Da können wir eigentlich gleich mal im Lager wieder nochmal zurück ins Lager gehen. Ein Stucki. Oder wir können hier schlafen. Das können wir natürlich auch machen. Läuft jetzt auch irgendwie flüssiger, habe ich das Gefühl. 43 FPS. Ich weiß nicht, was da immer los ist. Es stürzt manchmal, jetzt stürzt schon wieder zwischendurch ab. Och Mann. Spiel, ey. Wir können doch nicht pennen gehen. Weil ich mit in der Nacht pennen gegangen bin. Ich glaube, wir müssen wieder eine Nacht durchmachen, habe ich das Gefühl. Okay, Leute, falls es zwischendurch ein bisschen ruckeln sollte, ich entschuldige mich dafür. Ansonsten werde ich nochmal das Ganze neu aufnehmen müssen. So, wir schleichen jetzt einfach mal ein bisschen durch die Nacht. Und gucken mal, ob uns hier vielleicht ein paar Umpa-Lumpas über den Weg laufen, denen wir mal ordentlich das Hirn zermatschen können. Beziehungsweise mal ein ordentliches Loch hineinbohren können. Das wäre doch schön. Ich finde, der Mond muss nochmal überarbeitet werden. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ne? Da müssen irgendwie so... Vor allen Dingen, der Mond ist vor den Wolken. Der Mond... Ich will das nur mal kurz erwähnt haben. Der Mond ist vor den Wolken. Das ist das Problem. Das sieht sehr, sehr komisch. Okay, nicht ganz. Doch, die Wolken... Nee, doch, die Wolken sind vor dem Mond. Jetzt sehe ich es auch. Aber es sieht trotzdem zu scharf aus, zu unverwaschen. Es sieht einfach, weiß nicht, der sieht so unecht aus. Die Sterne auch. Die müssen eigentlich auch nochmal überarbeitet werden. Ich glaube, in Ark sahen die echt geil aus. Wenn ich mich recht zurückerinnere. Oh, Ark, da muss ich echt mal gucken, ob das inzwischen eigentlich wieder läuft. Dank der neuen Grafikkarte. Ich dachte, hier ist irgendwas gerade blank gehuscht. So. Hier wieder zu sehen, der Arsch der Welt, liebe Freunde. Wo wir ja schon mal darinnen waren. Ich wurde übrigens mal... Ach. Ein Ledergesicht. Ja, mein guter Bolzen. Danke, du Arsch. Jetzt muss ich erstmal meinen Bolzen hier wiederfinden. Die waren teuer, Junge. Die waren teuer. Wo ist denn jetzt der Bolzen? Na toll. Ist er jetzt weg oder was? Super. Kollege, ey, ne? Wo fliegen die denn ganz hin, ey? Die fliegen ja voll rüber. So ein Scheiß. Jetzt halt doch mal still, Junge. Will nur ordentlich die... Halt dein Maul. Nein, jetzt lad nach. Lad nach. Hör auf damit, Alter. Jetzt... Wiederholt ihr die ganze Zeit diese scheiß Ladesequenz, ey. Ist doch echt unglaublich. Scheiße, das wird hier gerade ein bisschen zu viel. Ah, Mann, Junge.
Nein, 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 nein. Oh, fuck, Mann. Meine schönen Bolzen. Ich nehme die mal eben kurz mit, hau ab. Kacke. Also mitten im Kampf, in so einem ganz schnellen Kampf, ist das echt nicht vorteilhaft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz ehrlich, da ist mir der Bogen lieber. Jetzt kommen noch mehr von hinten, oder was? Ja, 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 ist ja gut. Ach, komm, die lasse ich eben. Ah, scheiße. Fuck, 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 fuck. Unser Leben, unser Leben, unser Leben, unser Leben. Kacke. Ah, Mann. Schnell ins Wasser, schnell ins Wasser, schnell ins Wasser, schnell ins Wasser, schnell ins Wasser. Gleich Krokodil tot. Oh, das sind immer mehr geworden. Alter, 4 Stück. Das sind plötzlich immer mehr geworden. Boah, das Spiel ist echt so unberechenbar geworden. Na, bist du ein bisschen verspielt? Ja, willst du spielen? Ja, willst du spielen? Na, komm mal her. Komm her, du alter Kodenascher. Was macht er da im Stein? Der verschwindet im Stein. Der hackt. Der hackt. Der hackt. Das habe ich gesehen. Wenn die mal stillhalten würden, ne? So, halt doch mal deinen Maul, Alter! Ich will einen schönen Nachtspaziergang machen! Außerdem muss ich sowieso die Folge beenden, ey! Alter, was die Dinger aushalten, das ist echt unglaublich. Uns wird gerade übrigens wieder arschkalt. So, der... Ich glaube, der will Topmodel werden. Pass mal auf, scheiße, wir müssen... Ich muss die Folge jetzt dringend beenden. Feuer, jetzt, schnell! Direkt am Wasser. Ist eine super Idee. Machst du mal bitte das... Willst du mich verarschen? Jetzt kann ich das Feuer nicht anmachen. Soll das jetzt ein Witz sein? Alter, ich will Feuer. Verarsch mich jetzt nicht. Ach, jetzt geht's. Weil wir im Wasser gebaut haben wahrscheinlich. Na toll. So, komm, mach an. Ein bisschen Geld reinschmeißen. So, Freunde, dann würde ich aber an dieser Stelle einfach mal sagen, ich verabschiede mich dann erstmal von dieser Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank fürs dabei sein. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, warte, was habe ich denn dann noch auf der... Ich würde sagen, pass mal auf, in der nächsten Folge schauen wir mal in die letzte Höhle rein. Was haltet ihr davon? Ich habe mir hier Zettel gemacht mit ein paar Notizen. Wir schauen in der nächsten Folge mal in die letzte Höhle rein, wo wir noch nicht drin waren. Wo wir wahrscheinlich die Keycard finden werden, denke ich mal. Für diesen ominösen Eingang, den wir schon mal gesehen haben. Ja, das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. So, jetzt mache ich aber auch wirklich mal Schluss. Schluss, Schluss, Schluss. Tschüss, euer Tobi. Ich weiß nicht, ich habe auch keine Ahnung, was ich mit habe. So, Wiedersehen.